Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück hier in unserem High Security Park. Und wir werden heute das Ganze weiterspielen. Ist schon ein bisschen her, weil ich einfach nicht die Zeit gefunden hatte, im High Security Park weiterzuspielen. Aber man muss ja sagen, wir sind schon sehr, sehr weit mit dem Park. Also es sieht schon sehr beeindruckend aus, wie ich finde. Sieht auf jeden Fall aus wie ein sehr, sehr wichtiger Komplex. Schaut euch mal an, wie viele Türme wir hier haben. Ich muss die auch noch alle benennen, sehe ich gerade. Wachturm 03 habe ich hier noch. Und ansonsten habe ich die noch gar nicht benannt. Oha, das wird noch viel Arbeit werden. Aber in der heutigen Folge wollen wir uns erstmal so ein bisschen um das Indominus Rex Gehege kümmern. Das soll hier in die Mitte kommen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich direkt damit an. Was mir noch nicht so ganz gefällt, das werde ich auch noch umbauen, glaube ich, ist dieser Teil hier. Den werde ich jetzt erstmal auch abreißen. Gefällt mir nicht so ganz richtig. Ich glaube, das werde ich nochmal ein bisschen anders positionieren von den Türmen. Vielleicht auch hier in die Mitte ein großes Gebäude nochmal packen. Das könnte ich mir besser vorstellen, als wenn wir die Türme so hinstellen. Ich glaube, die Türme werde ich im Endeffekt hier hinstellen. Einen hier hin und einen hier hin. Und dass sie dann sozusagen gerade auf das Gehege gucken. Hier vielleicht so ein etwas größeres Forschungsgebäude. Wir können ja mal eben gucken, welches es noch gibt. Ich könnte auch überlegen, noch eine Ranger-Station oder sowas unterzubringen. Hier so in die Ecke. Weiß nicht, also eigentlich ist ja die Ranger-Station für hier vorne geplant. Aber man kann ja auch zwei haben. Diesen Eingangsbereich, den werde ich auch noch ein bisschen umplanen. Also der, habe ich ja schon öfter gesagt, gefällt mir auch noch nicht so ganz. Aber wie gesagt, erstmal muss jetzt heute unbedingt das Indominus Rex Gelände kommen. Oh, das Gebäude dürfen wir nicht vergessen. Das brauchen wir unbedingt noch. Das muss noch irgendwo hin. Aber das werde ich nicht in diese Ecke packen. Ich glaube, in dieser Ecke würde dieses Gebäude sich eigentlich ganz gut anbieten. Weil das finde ich optisch sehr, sehr nice. Sieht cool aus mit der Dachform und mit den Satellitenschüsseln und Radioantennen und sowas. Das sieht schon sehr, sehr High Security und wichtig aus. So soll es im Endeffekt sein. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen mittig platziert. Boah, ist glaube ich ein bisschen weiter links als rechts. Aber es ist jetzt erstmal halb so wild. Das kann ich gleich auch noch umplatzieren. Ich musste jetzt nur erstmal stehen, damit ich einen Anhaltspunkt habe. Das Indominus Rex Gehege werde ich wahrscheinlich hiervon abgehen lassen. Also ich nehme hier einfach die Hilfslinie, damit wir eine gerade Linie haben. Aber mit ein bisschen mehr Abstand, weil ja hier noch die Türme hinkommen müssen. Das heißt, wir nehmen hier mal 6 Striche, nehme ich mal erstmal. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Das könnte sogar, glaube ich, ganz gut hinkommen. Hier auch 6 Striche. Und wenn ich jetzt hier das auch mache, dann müsste eigentlich ein gerader Winkel später entstehen. Hoffen wir mal, dass das stimmt. Ich habe ja schon paar Mal gedacht, dass ich gerade baue, aber dann ist es irgendwie doch schief geworden. Keine Ahnung warum. Also ich habe da teilweise wirklich ein bisschen Mist gebaut mit den Einrasspunkten, habe ich das Gefühl, aber es fällt jetzt im Endeffekt gar nicht mehr auf. Also es sieht zumindest alles relativ gerade und gleichmäßig aus. Damit bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Insel so klein ist. Also sonst hätte ich das alles hier noch so ein bisschen anders gebaut. Auch mit so ein paar Höhenunterschieden und sowas. Aber ihr seht ja, wie wenig Platz wir hatten, ne? Das war jetzt wirklich alles gerade so in den Park bekommen, was ich gerne haben wollte. Oh, ich glaube, ich mache wirklich so. Nehmen wir hier einmal das Längste noch ab. Jetzt müssen wir mal hier an dieser Stelle überlegen, wie wir das Ganze machen. Ich will das Gehege auch auf jeden Fall nicht zu klein machen, weil der Indominus Rex ist ja natürlich sowas wie das Highlight so ein bisschen. Ich werde hier auch noch ein bisschen vorangehen, glaube ich. Mich würde mal interessieren, wie viele Striche das hier sind. Lass uns das mal herausfinden. Dann müsste ich... Ach nee, das kann ich gar nicht. Das bringt mir gar nichts, weil hier auch noch diese Schräge ist. Jetzt hätte ich hier nämlich auch das in der Länge machen müssen. Ich glaube, ich muss das so ein bisschen nach Augenmaß jetzt einfach machen. Aber das ist ja an sich auch nicht schlimm. Ich glaube, ich mache hier wirklich mal nur so einen etwas schmaleren Durchgang. Falls ihr euch fragt, was ich hier gerade für einen Zaun mache, das ist erstmal der Außenzaun. Und ich werde nach innen sozusagen noch den Doppelzaun ziehen. Da müssen wir dann gucken, wie das Ganze hinkommt. Hier könnten wir eigentlich auch wieder schräg das Ganze abgehen lassen, so ein bisschen. Überlege gerade, wie wir das am besten machen. Ja, wir machen das einfach wieder mit der 45-Grad-Taktik. Also wir machen hier 1, 2, bis zum dritten Strich. Will ich das? Ne, wir gehen hier bis zum vierten Strich. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Dann ist die Schräge ein bisschen länger. Also bis zum vierten Strich. Und dann nach hier bis zum vierten Strich. Jetzt sollten wir eigentlich hier einen gleichmäßigen 45-Grad-Winkel haben.
Ja, sieht ganz gut aus. Also müsste eigentlich aufkommen. Oder hinkommen. Jetzt kommt es natürlich hier nicht ganz hin. Das macht ja auch gar nichts. Die Frage, wie wir das handhaben. Also entweder jetzt nochmal so. Hier ist natürlich jetzt wieder doof. Den einen Rastpunkten. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir es einigermaßen gut hinbekommen. So, das sieht gerade aus. Und ich glaube, dann haben wir eine sehr interessante Gehegeform. Ich meine, ich könnte hier auch noch abecken, die Ecken, aber also abrunden so ein bisschen mit so schrägen. Aber ich glaube, das lasse ich so. Ich finde das eigentlich immer ganz gut, wenn das so ein bisschen kombiniert ist aus geraden und schrägen. Okay. Wir machen das Ganze natürlich jetzt erstmal wieder aus Strom und Beton. Weil, ja, das ist halt der Indominus Rex, ne? Dann nehmen wir auf jeden Fall das Sicherste, was uns zur Verfügung steht. Und jetzt versuche ich nochmal eben, damit wir später den Doppelzaun auch gleichmäßig hinbekommen, diese Stützpfeiler in die Mitte ungefähr zu machen. So hier ungefähr hin. Und hier oben genauso. Sodass das später gleichmäßig aussieht. Hier muss ich das von dieser Seite machen. Das könnt ihr euch auch immer merken. Ihr habt immer nur Einrastpunkte, wenn ihr an Geraden so abbaut. Wenn ich jetzt hier an der Schräge baue, habe ich nicht diese Einrastpunkte. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das habe ich mittlerweile so ein bisschen rausgefunden. Das heißt, wenn ich das von hier aus mache, wird es auf jeden Fall gerade. Ungefähr die Mitte. Passt schon. Es muss auch nicht ganz perfekt sein. Ungefähr nach Augenmaß kann man das machen. Und hier machen wir das Ganze auch nochmal. Die Mitte. Das Tor müssen wir eigentlich auch noch irgendwo einfügen. Wir könnten das sogar hier gegenüber machen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also entweder machen wir das hier an der Schräge oder wir machen das direkt gegenüber von hier. Ich glaube, gegenüber ist schon ganz cool. Ja, das machen wir mal. Und dann probieren wir mal aus, wie wir das jetzt hier mit dem Doppelzaun handhaben. Ich will den eigentlich auch nicht wieder zu dick machen, aber ich weiß nicht, ob das Gehege zu klein wird, wenn ich das Ganze so mache. Ja, hier an so einem Schrägen wird das sowieso dann nicht aufkommen ganz. Muss ich dann nochmal gucken. Problem ist halt, wenn ich jetzt hier das verbinde, dann ist das hier ein bisschen schräg, obwohl man sieht das gar nicht, ne? Nö, das kann man eigentlich so machen. Boah, das geht klar. Ist zwar dann nicht ganz gleichmäßig hier, oder dürfte zumindest nicht ganz gleichmäßig sein, aber man sieht es eigentlich gar nicht. So, vielleicht können wir es wirklich ganz simpel so machen. Das müssen wir mal kurz wegmachen. Hier habe ich nämlich den Mittelpfosten vergessen. Der kommt ungefähr hier hin. Jetzt können wir hier wieder uns den Pfosten setzen. Ja, hier ist natürlich auch kritisch an der Stelle. Da müssen wir uns auch gleich was überlegen. Oh ja, hier sieht man das jetzt ganz gut. Hier in der Ecke kommt es natürlich jetzt gar nicht hin. Hier in der Schräge hat es sogar gepasst, glaube ich. Aber hier passt es jetzt gar nicht. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir das Ganze ein bisschen länger vielleicht machen. Wenn hier diese blöden Punkte nicht wären, die überall einrasten wollen. Oh, das kommt sogar ziemlich genau hin, glaube ich. Ja, nicht ganz. Aber das kann ich auch gleich noch korrigieren. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie das hier in dieser Ecke wird. In so einer Ecke ist natürlich super, super schwierig. Da überlege ich mir mal eben was. So, das Ganze habe ich geregelt. Hier ist jetzt auch das Tor eingebaut. Und die letzten Züge machen wir jetzt nochmal gemeinsam. Wenn ihr so eine Ecke habt, dann ist es eigentlich am einfachsten, wenn ihr euch erstmal hier einen langen Zaun zieht. Und dann könnt ihr einfach hier nach Augenmaß das Ganze gestalten, so ein bisschen, sodass es gerade aussieht. So, könnt das entfernen, weil dann habt ihr hier vorne einen perfekten Einrastpunkt. Dann sollte das Ganze soweit passen. Das ist jetzt unser Indominus Rex Gehege. Hätte ein bisschen größer sein können, aber durch diesen Doppelzaun geht natürlich immer viel, viel Platz verloren. Wir hätten natürlich auch so einen schmalen Doppelzaun machen können, aber beim Indominus Rex ist es, glaube ich, schon angebracht, das Ganze so ein bisschen breiter zu machen. Also ich glaube, das passt. Ja, wenn wir hier dann noch mit Wegflächen gleich ausfüllen, hier noch zwei Türme, hier müssen wir eigentlich auch noch Überwachungstürme machen. Uff, okay, der Platz wird ganz schön eng. Wir werden jetzt erstmal alle Gebäude platzieren, die wir haben wollen im Endeffekt. Einfach damit wir so ein bisschen planen können. Hier möchte ich auf jeden Fall einen Turm hinhaben. Möglichst nah ran, möglichst mittig.
ungefähr. Wird auch hier schon ganz schön eng mit dem Durchgang. Aber das passt soweit. Ist schon in Ordnung. Ich glaube, ich werde das auch nicht mehr so sicher gestalten können, wie ich es gerne haben würde. Also beim Indominus Rex hätte ich gerne am meisten Überwachung gehabt, was Türme und Beobachtungsgalerien angeht. Aber das werde ich gar nicht mehr hinbekommen vom Platz. Das ist echt nicht machbar. Guck mal, hier passt das auch schon gar nicht. Hier kann ich gar keinen Turm mehr hinmachen. Vielleicht könnte ich hier auch eine Beobachtungsgalerie einbauen. Das wäre auch eine Maßnahme, ne? Guck mal, hier könnte ich sogar auch noch einen Turm hinmachen. Das finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wird das zwar schwierig mit dem Weg hier, aber das kann ich ja gleich für euch alles rausschneiden. Dann kann ich das ganz in Ruhe machen. So, dann müssen wir uns hier mit dem Weg mega durchschlängeln zwischen den Türmen. Und vielleicht noch eine Beobachtungsgalerie. Ich weiß nicht, ob das nicht zu unsicher wäre. Man könnte hier eine Beobachtungsgalerie einbauen. Muss mal probieren, wie das aussieht. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Galerie einbauen. Aber warum nicht? Lassen wir einfach mal so. Kannst du gerne gerade haben, aber der rundet das immer ab, ne? Ah, passt schon. Rundet er das halt ab. Soweit nichts. Sieht ja relativ interessant dann aus. So, haben wir hier eine Galerie. Was fehlt mir hier noch auf jeden Fall? Ein Bunker fehlt mir noch. Dann müssen wir noch dieses Gebäude hier unterbringen. Das wird auch nochmal sehr kritisch, das Gebäude. Das können wir aber auch irgendwo hier zwischenklatschen, glaube ich mal. Können wir noch einfach mal random hier dann einfach hinmachen. Hier würde sogar schon gehen. Was ist das denn? Was machen die denn? Alles klar. Haben die Angst? Irgendwas los in meinem Park? Nee. Ist kein Dino ausgebüxt oder so. Ich weiß nicht, warum die auf den Rasen herlaufen. Ganz, ganz komisch. So, hier in die Ecke würde ich auch gerne noch irgendein cooles Gebäude. Also ich brauche auf jeden Fall noch einen Schutzbunker. Wir könnten auch als Schutzbunker-Alternative das hier nehmen. Das finde ich immer, sieht so ein bisschen aus wie so ein krasserer Schutzbunker. Ist ja auch so ein bisschen bunkermäßig, oder? Also ich finde, das sieht aus wie so ein Schutzbunker in noch mehr High Security. Vielleicht können wir den hier auch unterbringen. Hier so am Rand vielleicht. Der, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Der braucht so viel Abstand, ne? Platziere den mal erstmal. Vielleicht müssen wir gleich noch umplatzieren. Und ganz wichtig, das dürfen wir halt echt nicht vergessen, dieses Gebäude. Können wir da schon mal nicht mehr hin? Ich hab das hier so gut hinpasst. Eieiei, der Platz, der lässt mich hier ganz schön strugglen. Wir könnten das Ding auch irgendwo im Eingangsbereich noch unterbringen, ne? Irgendwo hier. Dass wir hier auch nochmal so ein bisschen krasseren Komplex später bauen. Das wäre auch eine Maßnahme. Könnte man auf jeden Fall überlegen. Überleg noch, ob wir hier irgendwas hinmachen. Man könnte sogar hier so den Turm abgehen lassen. Das wäre auch super interessant, ne? Haben wir nochmal so einen Beobachtungsturm mehr, der auf den Indominus Rex schaut. Jetzt zum Beispiel hier mit der Ecke so ein bisschen anplatzieren. Das könnte ganz interessant werden, ne? Wir müssen halt nur aufpassen, dass hier die Optik von unserem Komplex nicht kaputt geht. Ich platziere das erstmal alles so und dann schauen wir mal, ob ich jetzt das Gebäude nehme oder den Kleinschutzbunker gleich. Ich würde gerne mal das Gebäude jetzt sehen, wenn es fertig ist, im Vergleich dazu. Na komm schon, mach fertig. So, also ihr seht schon, ne? Der hier sieht cooler aus, der Schutzbunker. Nimmt natürlich dementsprechend auch mehr Platz weg. Aber wenn ich dieses Gebäude hier noch unterbringen könnte, das wäre natürlich ideal. Hätte ich das hier anders platziert, wäre das bestimmt gegangen. Ansonsten, was könnte ich denn noch machen? Ich könnte auch noch so ein Ding irgendwo hier unterbringen. Und wir müssen noch dran denken, wir müssen hier auch noch Strom unterbringen. Das heißt Umspannwerke. Uff,
Ich würde sagen, ich fange erstmal an hier ein bisschen mit der Wegarbeit und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. So, ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen gearbeitet mit Wegen. Den Turm hier habe ich wieder entfernt, weil das irgendwie nicht gut aussah. Und wir haben wieder ein Problem. Nämlich unser Indoraptor. Der ist hier am Verdursten. Der ist schon am Sterben, wie ihr seht. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz eine Rettungsaktion machen. Wir können ja mal eben selber hinfahren. Ich verstehe das nicht, warum das so ist, wenn ich ehrlich bin. Weil eigentlich haben wir ja alles, was wir brauchen für den Indoraptor. Da ist auch genug Wasser, das kann ich euch gleich zeigen. Aber erstmal fahren wir jetzt mal dahin. Machen wir so eine kleine Mission zwischendurch. Aber es nimmt so langsam alles Gestalt und Form an. Bin ich schon sehr zufrieden mit. Aus dem Weg, Leute. Ich muss hier durch. So, machen wir denn das Tor eingebaut? Haben wir überhaupt schon ein Tor? Ja, ne? Meine schon. Ist nicht hier vorne auf der Rückseite? Ist das kompliziert? Wo bin ich denn jetzt? Oha, ey. Hier verfährt man sich ja. Das ist wirklich verdammt kompliziert hier alles. So, wo ist er denn jetzt hier? Lieber Indoraptor, würdest du bitte was trinken gehen? Ich verstehe das halt nicht, warum er nicht trinkt. Weil als wir ihn hier freigelassen hatte, ist er ja auch schon trinken gegangen. Jetzt rennt er los. Ich hoffe, er geht jetzt was trinken. Beobachten wir ihn mal ein bisschen. Na los. Ich hetze ihn jetzt zum Wasser. Das wird jetzt eine Treibjagd. Und gleich werde ich vom Jäger zum Gejagten. Bald kommt ja auch Vehicle Damage. Da muss ich mir wirklich Sorgen machen, wenn ich in so ein Gehege reinfahre. Darauf freue ich mich ja schon, ne? Das macht das Spiel viel spannender. Hier ist ja mehr als genug Wasser, seht ihr das? Also eigentlich sollte er hier easy trinken können. Aber er tut's nicht. Bin jetzt schon wieder fast am Überlegen, ob ich hier mal diesen Felsen sicherheitshalber entferne. Größer kann ich das hier auch nicht machen, den Wasserbereich. Geht nicht. Ich hoffe echt, dass er jetzt trinken kann, Leute. Wir müssen das halt jetzt ein bisschen beobachten. Aber mit Wasser hatte ich ja schon häufiger Probleme. Ich kann euch jetzt erstmal zeigen, was ich hier so gemacht habe. Also ich habe hier den Weg durchgeführt und hier vorne in der Ecke bin ich mir noch unsicher. Das will ich jetzt gleich mit euch gemeinsam machen. Hier habe ich das Wissenschaftszentrum auch nochmal ausgekleidet mit so einer anderen Wegfarbe. Fand ich ganz schön. Und hier in die Ecke habe ich nochmal so eine Sturmabwehrstation platziert und hier so eine kleine Mauer. Das habe ich jetzt einfach mal alles ohne, also habe ich für euch rausgeschnitten, weil ich das jetzt nicht so mega für spannend empfunden habe. Vielleicht können wir das Ganze hier noch ein bisschen interessanter gestalten. Das wäre eigentlich ganz nice. Da müssen wir das anders machen. Wenn man hier nicht die passende Weglänge hat, muss man das immer erstmal länger zeichnen. Das war jetzt auch noch zu kurz eigentlich. Das Ganze mal so. Jetzt können wir hier nämlich den Zwischenpfeiler einsetzen. Jetzt haben wir hier den Einrastpunkt. Alles immer ein bisschen kompliziert. Aber man kann es hinbekommen, wenn man es möchte. Na, jetzt passt es natürlich leider nicht. Müssen wir hier nochmal bei. Rückgängig gibt es ja leider auch nicht. Das heißt, man muss immer alles direkt komplett neu ziehen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das locker passt. Ich glaube, ich muss da echt noch mehr Abstand nehmen. Nehmen wir mal lieber zu viel als zu wenig. Jetzt muss es aber passen. Jo, jetzt sieht es gut aus. Ich weiß nur nicht, ob mir das gefällt hier. Das sieht hier dann so komisch aus. Ich könnte natürlich auch hier versuchen noch. Das wird jetzt gleich schwierig. Ich weiß nicht, ob wir hier noch einen Zwischenpfeiler reinbekommen, so wie wir ihn gern hätten. Fähren wir mal die Wand. Jetzt könnten wir es ausprobieren. Oh ja, oh ja. Das sieht gut aus. Man muss halt wirklich immer Wände entfernen, damit man diese Pfeiler bekommt, die man gerne hätte. Aber mit so ein bisschen Übung geht das. Der ist natürlich jetzt auch nicht ideal. Der hätte noch näher rangemusst. Das muss ich nochmal eben neu machen. Aber das ist halt auch das Ding, warum ich momentan anfange, echt viel rauszuschneiden für euch, weil diese Arbeiten einfach sehr viel Arbeitszeit kosten, weil es so umständlich ist. Ich hoffe wirklich, dass ein Rückgängig-Tool kommt. Das würde das Ganze schon um einiges vereinfachen. Ansonsten würde ich das natürlich alles so mit euch zusammenbauen, aber das ist halt teilweise dann immer mega viel Arbeit. Obwohl das nur so eine kleine Mini-Sache ist. Ich
Ich überlege gerade, ob ich das Ding nach hier vorne hinsetze. Wäre halt auch cool, wenn man das markieren könnte und dann komplett da hinsetzen könnte. Ah, jetzt guck mal. Jetzt habe ich ein Problem. Ich hoffe, das geht jetzt noch. Ich habe jetzt nämlich aus Versehen den Weg entfernt hier. Oh, es geht noch. Okay, alles gut, Leute. Hätte jetzt auch sein können, dass ich den Weg nicht wieder gut platzieren kann. Obwohl ich da gar nicht drauf gezielt hatte. Das Problem habe ich ja schon häufiger geschildert euch. Dass es mich sehr stört an Jurassic World. Also wenn man Planet Zoo gewohnt ist, dann ist es wirklich, wirklich schlimm hier. Hier kriege ich auch wieder nicht den Einrastpunkt. Das müssen wir jetzt ermogeln, indem ich von dieser Seite aus mache. So, jetzt passt es einigermaßen. Das sieht ja super aus. Müssen wir gucken, dass wir... Eigentlich müssen wir gucken, dass wir das hier wegmachen. Und jetzt können wir hier nämlich wieder einen Zwischenpfeiler setzen. Ja, das Problem ist halt auch diese Doppelzäune, die ich hier immer mache, in diesem kleinen Abstand, sind, glaube ich, auch nicht gewollt vom Spiel. Also die... Da trägt sich, glaube ich, das Spiel so ein bisschen aus. Ich glaube, dadurch habe ich auch immer so häufig Probleme. Ja. Das Spiel will halt nicht, dass man so dünne Zäune macht, aber ich möchte die halt gerne machen. Und ja, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, das so ein bisschen auszutricksen. Dafür gibt es ja zum Glück bei Videos die Schneiden-Funktion, dass ihr das euch nicht die ganze Zeit angucken müsst. So, und jetzt wäre es cool, wenn wir hier hinter noch, das sieht ja schon ganz gut aus, hier noch unser Umspannwerk wieder hinbekommen. Großes kriegen wir nicht hin, ne? Ne, leider nicht. Dann müssen wir wieder ein kleines nehmen. Das packen wir mal. Ich packe es einfach in die Ecke, glaube ich. Wir müssen sowieso noch mehr mit Umspannwerken wieder arbeiten in dem neuen Bereich, den wir vorhin gebaut haben. Weil das muss ja später auch mit Strom versorgt sein. Das dürfen wir nicht außen vor lassen. Ich glaube, das macht schon viel her. Wenn später alles noch mit Stromleitung versorgt ist, das sieht dann, glaube ich, nochmal eine Nummer cooler aus. So, das sieht ja schon nicht schlecht aus hier. Ist hier ruckelig? Fuck. Ich glaube, das geht hier ein Stück hoch, ne? Ja, Leute, das ist aber so minimal, das ist mir jetzt, glaube ich, ziemlich egal. Lass ich jetzt einfach so. Ich überlege gerade, ob ich hier noch ein zweites Umspannwerk hinmache. Einfach nochmal der Länge nach. Die kann man dann ja auch einfach easy verbinden. Dann sieht das Ganze nochmal so ein bisschen komplexer aus hier. Müssen wir das nur so hinkriegen, dass das auch gerade aussieht. Sieht das schon ganz gut aus. Und hier wird dann später allgemein die Verbindung kommen. Ich glaube, das gefällt mir ein bisschen besser. Jetzt müsste man halt auch noch hier gucken, dass man... Ich würde eigentlich auch hier gerne... Könnten auch bis zum Rand hier direkt gehen. Ist auch machbar. So machen. Na, warum nicht? Hier will ich aber dann schon rangehen. Und so. Ja, wunderbar. Das sieht doch schön aus. Sieht doch wieder gut aus. Also aus wie so ein richtig schöner, guter Komplex. Nicht schlecht. Gefällt mir. Hier geht es dann rum zum Tor. Hier muss nachher auch noch bewaldet werden und sowas. Aber das sind alles so Feinheiten, die werde ich eh erst später machen. Weil eine Folge wird auf jeden Fall noch kommen. Da werden wir dann noch die ganzen Stromleitungen verlegen und andere Feinheiten. Aber jetzt machen wir hier erstmal so ein bisschen die Planung weiter, weil einige Sachen muss ich jetzt hier endgültig festlegen. Hey, wie viele Türme das einfach sind, das ist echt krass, ne? Aber es muss halt auch alles so ein bisschen überwacht werden. Es geht gar nicht anders. Ich überlege gerade, ob ich hier noch so ein Gebäude hinmachen soll. Platztechnisch würde es passen. Könnten die auch den Schutzbunker hinmachen? Würde halt auch gehen, ne? Das wäre gar nicht so doof. Einfach hier in die Ecke und gut ist, dann haben wir schon mal das Schutzbunkerproblem quasi gelöst. Dann könnten wir dieses Gebäude sogar weglassen und könnten nochmal überlegen, was wir jetzt hier noch hinmachen. Ich will ja eigentlich immer noch dieses Gebäude hier unbedingt unterbringen, aber das will ich halt eigentlich... Irgendwie cool, wenn das hier so mittendrin wäre, glaube ich. So, dann komplett mit Weg umschlungen, weil das eine sehr interessante Form hat. Die Frage ist halt nur, wie nah kann man mit dem Weg da später ranbauen? Weil ich kriege ja jetzt hier schon Probleme. Ausrichten. Das geht aber.
Das geht relativ nah ran. Ich werde dann gleich mal versuchen, ob wir hier wirklich schön mit dem Weg rumbauen können. Aber wir brauchen hier noch ein weiteres Gebäude. Das habe ich hier oben schon. Niedrige Gesundheit. Are you kidding me? Hey Indoraptor, willst du mich echt verarschen? Kann doch gar nicht sein. Der hat doch schon davon getrunken. Und das Wasser ist ja wohl mehr als genug. Ja, locker ist das mehr als genug. Keine Ahnung. Ja, Weg nicht verbunden. Ist ja schön. Komm jetzt erstmal trinken, Junge. So, wir überlegen mal eben in der Zeit, bis der Trinken kommt. Und dann müssen wir das gleich nochmal vernünftig gestalten. Geht gar nicht anders. Ich weiß jetzt nicht, warum er ausgerechnet Trinkprobleme hat, weil er ist eigentlich noch einer der Dinosaurier, die hier den meisten Platz haben. Oder das größte Trinkgebiet, sage ich mal. Und halt auch so machen, ne? Das Gebäude finde ich halt echt eigentlich passend. Einzige Problem ist halt, dass hier immer mega Grasrand ist bei dem Gebäude. Aber ich glaube, ich lasse das mal so. Und dann haben wir eigentlich den Komplex schon fertig. Also viel mehr werde ich hier nicht bauen. Ich werde dann hier die ganzen Wegflächen noch ausfüllen. Und dann sieht das eigentlich schon alles good to go aus. Und dann würde ich sagen, brüten wir nochmal ganz schnell hier den Indoraptor gemeinsam, nicht den Indoraptor, den Indominus Rex gemeinsam aus. Und dann haben wir alle Dinosaurier, die wir in unserem High Security Park haben wollen, zusammen. Wir werden auf jeden Fall bei dem Indominus hier dieses tolle Tarnungsgenom reinmachen. Das feiere ich ja mega, das ist mega nice. Das gucken wir uns dann auch gleich mal an, wenn er auch freigelassen ist. Uff, welcher Skin war denn cool davon? Ich finde ja den Original-Skin eigentlich ziemlich nice, ne? Die sind, glaube ich, alle ziemlich cool. Ich glaube, ich will den Original-Skin, den weißen. Und hier tunen wir den natürlich auch ordentlich von den Werten. Also hier achtet auf die beiden Werte Angriff und Verteidigung. Und ja, wir werden auf jeden Fall noch das Battle Royale durchziehen in unserem High Security Park. Da freue ich mich schon drauf, weil wir haben wirklich krasse Dinosaurier hier mit richtig krassen Werten. Nochmal jetzt hier irgendwas. Der hat ja richtig viele Angriffsdinger. Oh mein Gott. Der ist jetzt schon was fast bei 200. Angriff. Okay, das brauchen wir nicht. Ich glaube, ich mache mal das hier. Kriegt auch ein bisschen Verteidigung. Kann ich schaden. Wobei man sagt, der Angriff ist die beste Verteidigung. Komm, wir gehen auf Angriff. Passt schon. Sozial ist auch unwichtig. Lebenserwartung. Oh, hier können wir auch nochmal was tun. Machen wir mal das. Dann haben wir 243 und 82. Ich glaube, das sind bis jetzt die besten Werte, die wir bis jetzt haben. Über 10 Millionen kostet das gute Stück und das wird wahrscheinlich jetzt erstmal ewig dauern, bis das soweit ausgebrütet ist. Aber das ist ganz gut, weil die Zeit werde ich nutzen und fülle hier mal eben die Wegflächen aus. Das mit dem Gewächshaus hier hat relativ gut funktioniert mit dem Weg drumherum. Da bin ich sehr zufrieden mit. Da bauen wir jetzt auf jeden Fall noch das Upgrade-Ding ein, weil das macht das Gebäude natürlich auch nochmal ein bisschen schicker. Und ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man jetzt hier Pflanzen einsetzt. Ändert sich dann da irgendwas innerhalb des Gebäudes? Glaub nicht, ne? Also können wir das eigentlich auch sein lassen, weil tut jetzt nicht ganz so doll Not. Was mir noch so aufgefallen ist, ich will eigentlich hier noch mindestens einen Turm irgendwie unterbringen, weil wir haben nur die Galerie und den Turm. Ich weiß, eigentlich sollte es ausreichen, aber gerade beim Indominus Rex will ich gerne noch einen weiteren Turm haben. Ich überlege gerade, ob ich den noch hier hin platzieren soll. Deswegen habe ich hier auch die Fläche noch nicht ausgefüllt. Vielleicht so schief. Ich weiß nicht, ob das cool aussehen könnte. Wir machen mal hier den Weg weg. Dann platzieren wir das ganze Ding mal. Der Indominus Rex ist übrigens immer noch nicht fertig. Der brütet immer noch aus. Das dauert halt ewig bei so krass modifizierten Hybriden. So, platzieren wir den mal, während er fertig baut. Und ich hatte auch schon wieder ein Problem hier mit meinem... Oh mein Gott. Okay, Leute. Wir müssen ganz schnell los. Noteinsatz 2. Der hat nur noch 11% Leben und stirbt. Weil der hat auch schon wieder nicht gegessen und nicht getrunken in seinem Gehege. Also irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Aber wir müssen jetzt ganz, ganz dringend da hinten rein. Wo ist denn der Eingang? Oh nein, verfahren. Also aus der unteren Perspektive hier ist das auch echt schwierig. Oh, der hat nur 11% von gehabt. Wenn der mir jetzt wegstirbt, ne? Dann bin ich sad. Dann hat's, das ist, glaube ich, nicht das erste Testobjekt, was stirbt, ne? Ich glaube schon der zweite Dino, der mir dann sterben würde hier. In unserem Forschungspark. Sind wir hier richtig?
oh ja, die sind richtig. Ich habe den hier rüber geflogen, weil er erstmal fliegen sollte hier. Aber wir schaffen es, das ist sehr gut. Das war aber jetzt richtig knapp. Komm, steh auf. Ich puste dem jetzt ganz viele Dinger rein. So, jetzt sollte der auf jeden Fall easy essen, trinken mal eben. Quält sich hoch, der Arme. Oh, du tust mir leid. Ja, wir müssen mal gucken. Ich weiß nicht, warum die nicht mehr essen und trinken. Am Anfang haben die das noch gemacht. Falls ihr euch fragt, ich habe hier übrigens das Tor zugemacht, als er gerade hier fressen war. Er braucht aber bald wieder Wasser. Aber er sollte eigentlich noch durchhalten, bis der Indominus freigelassen werden kann. Das war zumindest der Plan, dass wir hier wenigstens keine Probleme kriegen, wenn dann der Indominus Rex freigelassen wird. Nicht, dass der direkt unseren Stegoceratops hier wegsnackt. Das muss ja nicht unbedingt sein. Es muss gleich halt alles relativ schnell gehen. Dann werden wir gleich direkt den Indominus freilassen, sobald er fertig ausgebrütet ist. Machen jetzt mal hier nochmal eben schnell die Wege fertig. Könnte ich mir jetzt auch mal weit zugucken, weil das habe ich jetzt komplett rausgeschnitten bis jetzt vorhin. Aber das ist halt auch immer eigentlich das Gleiche, ne? Also mittlerweile solltet ihr ja so ein bisschen die Tricks kennen, die es gibt. Habe ich euch gleich, glaube ich, mittlerweile alle so ein bisschen gezeigt. Deswegen ist es auch nicht mehr so interessant. Und hier ist es jetzt nicht ganz so nah dran. Es geht natürlich besser, aber muss jetzt auch nicht perfekt sein. Die Schräge hier wird es super schwierig werden, das weiß ich jetzt schon. Ich glaube, da macht es fast Sinn, dass ich hier das nochmal entferne. Dann kann ich mir hier einen besseren Einrastpunkt setzen. Das ist halt auch immer das Ding. Man muss immer wirklich auch wieder Sachen entfernen und wieder neu bauen, wenn man irgendwo bestimmte Wege haben will. Auch teilweise Zäune, einfach weil das sonst nicht anders realisierbar ist mit den Einrastpunkten, die das Spiel einem halt vorgibt. Jetzt hier die Schräge. So, da bin ich auch mit zufrieden. Kann auch alles noch ein bisschen näher ran eigentlich bei dem Turm, aber was ist denn jetzt schon wieder los? Wer hat denn jetzt wieder niedrige Gesundheit? Also in meinem Park geht es heute drunter und drüber. Willst du mich verarschen? Achso, er ist schon dabei. Okay, er frisst, sollte auch gleich trinken. Und dann hat sich die Sache. Hier ist übrigens das Gehege auch noch nicht wieder gestaltet. Das muss ich gleich auch noch machen. Aber die Folge wird, glaube ich, hier schon wieder sehr, sehr lang, weil so viel Chaos ist und so viel passiert. Aber mal schauen. Können wir auch mal eben schnell gemeinsam machen. Vielleicht kriegen wir das einigermaßen vernünftig hin hier. Hier auf jeden Fall nicht schlecht. So, noch kommt der Indoraptor hier auf jeden Fall rübergelaufen. So, das müsste doch jetzt echt reichen an Wasser, oder? Bin mir ziemlich sicher. Wenn wir da jetzt nicht die Felsen so platzieren, dass die mega am Weg sind. Ich mache jetzt einfach hier einen Rand. So ein bisschen Felsen will ich dann schon haben. Können wir den anderen Felsen auch... Ich hoffe auch wirklich, dass sie das reinbringen. Das steht dann noch so ein bisschen in Frage, dass man wirklich Sachen näher ran platzieren kann. Weil ihr seht ja, wie viel Abstand ich hier halten muss. Nicht so nice. Okay, er kann auf jeden Fall noch trinken. Jetzt würde er jetzt hier nicht herkommen. Also haben wir alles richtig gemacht. Jetzt noch den einen oder anderen Baum hier rein. Und dann ist alles super. So, er kann trinken. Das Gehege steht soweit. Haben jetzt zwar einen Baum weniger oder sowas, aber das ist halt so wild. Vielleicht können wir auch noch so eben schnell einsetzen. Im selbstplatzierten. Es geht halt auch wieder nicht wegen den Felsen. Ne? Ihr seht's. Ich bin eigentlich weit genug weg, aber es ist immer noch rot. Müssen die halt eigentlich meiner Meinung nach auch noch bearbeiten, dass man auch Bäume hier zum Beispiel platzieren kann am Rand. Ist halt sehr, sehr schade. Aber gut, kann man nicht ändern. Macht ja soweit auch gar nichts. Hier könnten wir sogar noch, weil hier so viel Platz ist, theoretisch eine... Meint ihr, hier würden wir sogar noch eine Doppelmauer hinkriegen? Das wäre mega cool, wenn das gehen würde noch. Wieder mit unserem Trick hier machen, so ein bisschen. So. Das wird jetzt hier schwierig, das zweite Stück, weil wir hier wieder mal keinen Einrastpunkt haben. Das heißt, wir müssten hier, jetzt als Trick, müssten wir hier das Ding abreißen und jetzt können wir uns hier einen Einrastpunkt setzen. Das ist halt immer so das Ding, ne? Müssen wir immer das hier platzieren. Jetzt könnte es funktionieren. Wenn man es erstmal verstanden hat, wie man das Spiel so ein bisschen austrickst, dann geht es immer. Aber es ist leider immer noch zu nah dran. Also eine Doppelmauer hier wäre, glaube ich, ganz cool. So, die Doppelmauer steht soweit. Und der Indominus Rex ist leider... der Indominus Rex, der Indoraptor. Heute komme ich aber auch durcheinander. Ist leider ausgebüxt, weil ich hier einen Zaun entfernen musste. Mal gucken, ob der hier noch wen wegsnackt oder ob wir ihn vorher betäubt kriegen. Kann ich das gar nicht hier bearbeiten? Willst du mich... Das ist ja frech. So kann ich den Zaun denn jetzt hier nicht bearbeiten?
Zu nah am Dinosaurier. Oh, wow. Na, super. So, machen wir das weg. Haben wir hier nochmal so eine Doppelmauer. Finde ich nicht schlecht. Er betäubt immer eben. Das müssten wir aber können. Sehr gut. Und ich überlege, ob ich noch vielleicht hier hinter so ein bisschen Mauer ziehe. Auch so in diesem Stil so ein bisschen. Könnt auch überlegen, hier die Mauer noch weiterzuführen. Würde eigentlich auch gehen. Aber es sind alles so Kleinigkeiten, die kann ich auch nächste Folge eigentlich weitermachen. Weil nächste Folge werde ich nochmal ganz viele Feinheiten machen, ganz viele Details und sowas. Und dann werden wir so ein bisschen die Fertigstellung machen. Aber es sieht schon ganz cool hier aus. Also ich bin schon sehr zufrieden damit. Das Gehege müssen wir auch nächste Folge noch einrichten. Aber was mir jetzt noch persönlich am wichtigsten ist, ist, dass wir erstmal hier unsere Dinos wieder unter Kontrolle kriegen. Wo ist er denn jetzt? Gar keine Icons an über Dinosauriern, kann das sein? Einstellung. Gameplay. Symbole über Dinosaurier anzeigen. So, jetzt sehen wir ihn auch. Da liegt er. Ich glaube, er hat auch keinen mehr gefressen. Also wir haben schnell genug gehandelt. Kann wieder hier rein. Er hier kann auch weg. Und der Indominus Rex müsste jetzt fertig sein. Wird auch Zeit. Er kann wieder da rein. Da muss ich mir auch noch was überlegen. Ich hoffe, er kann jetzt wieder trinken und essen. Ich hoffe, das war nur ein Bug. Und ich hoffe, er hier ist noch nicht am Verdursten. Ah, Wasser ist schon unten. Die Gesundheit geht runter. Wir müssen uns jetzt echt dran halten, dass wir hier den Indominus freikriegen. Ich hoffe jetzt einfach mal... Ah, das sollte passen von der Zeit. Da kommt er, unser Indominus Rex. Sogar schon in grün. Richtig cool. Also ich muss wirklich sagen, dieses Weiß, was zu diesem Grün wird, wenn er im Dschungel ist, finde ich mega nice. Das feiere ich. Falls ihr einen coolen Namensvorschlag habt für ihn, gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich ihn nach unserem Schema benennen, was wir schon benutzen. Der Indominus Rex ist schon beeindruckend, ne? Richtige Killerwaffe. Ich freue mich schon auf das Battle Royale. So, dann betäuben wir den mal eben. Und ja, er hält noch durch, denke ich mal, bis dahin. Und das sieht schon wirklich gut hier aus, ne? Also der Park ist schon richtig in seinen Endzügen hier. Das ist echt nicht schlecht. Schießen übernehmen wir selber. Das ist nämlich der bessere Schütze. Helikopter fliegen. Jetzt schieße ich bestimmt daneben gleich. Und ab in den Popo, da brauchst du gar nicht schreien. Na, weglaufen tut er aber nicht. Ha, er ist sogar grün geworden kurz. Witzig ist das denn? Weil er in den Wald hier, glaube ich, so ein bisschen gefallen ist, ne? Kann das sein? Ich werde hier auf jeden Fall auch in diesem Gehege von dem Indominus so ein bisschen mehr Bäume, glaube ich, platzieren. Einfach, damit wir auch die Tarnung so ein bisschen studieren und erforschen können. Also zumindest die Forscher, die hier dann arbeiten werden. Ich glaube, ich finde das ganz cool hier mit diesem Turm, den wir noch gebaut haben. So, damit haben wir nochmal zusätzliche Sicht auf den Indominus Rex dann später. Und wie gesagt, ich werde in der nächsten Folge dann hier dieses Gehege noch gestalten. Wir werden uns nochmal so ein bisschen an diesen Eingangsbereich machen, dass ich den schöner mache. Und auf jeden Fall noch einige Details machen. Zum Beispiel die Stromleitung, die Strommäste müssen noch verbunden werden. Wir brauchen hier in diesem Bereich noch einige Umspannwerke. Und ich werde noch viele Bäume und Wald setzen drumherum hier. Zumindest an den Stellen, wo es geht. Hier in solchen kahlen Stellen und sowas. Noch einige Zäune und sowas zur Deko. Und dann ist unser High Security Park soweit schon fast fertig. Also eine Folge wird noch kommen und dann noch der Battle Royale natürlich, oder das Battle Royale zwischen den ganzen Hybriden und anderen Dinosauriern, die wir hier in unserem Park haben. Sind ja mittlerweile auch schon einige, ne? Sieht schon echt krass aus. Für so eine kleine Insel, schon ziemlich dicht verbaut. Wie viele Dinos haben wir denn eigentlich? Da kann ich das überhaupt nicht sehen. Wie? War das nicht immer hier? Okay, ich glaube, ich bin verwirrt. Okay, hier sehen wir eine Liste. Also wir haben schon einige Dinos. Das ist schon ziemlich krass. Der Indominus Rex ist gelandet. Und ich würde sagen, Leute, das soll es mit der heutigen Folge aus dem High Security Park gewesen sein. Falls ihr euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dani.